Das Papier der Sondierungsverhandlungen, 28 Seiten, ist ein gutes Papier mit guten Ideen für Nordrhein-Westfalen. Es wird mehr Unterstützung für die Kommunen bei uns geben. Es wird einen Rechtsanspruch auf Betreuung schon auch in den Grundschulen geben. Es wird eine Begleitung des Bundes bei den bildungspolitischen Maßnahmen geben. Es wird keine neuen Steuererhöhungen geben. Es wird eine Abschaffung des Soli für 90% der kleinen und mittleren Einkommen geben. Und es gibt klare europapolitische Perspektiven. Insofern hoffe ich, dass der SPD-Parteitag am kommenden Wochenende zustimmt. Parteiübergreifend aus nordrhein-westfälischer Sicht muss man sagen, eine solche große Koalition hilft auch uns in Nordrhein-Westfalen. Und wir sollten jetzt alles tun, damit es ein Erfolg wird und Deutschland wieder stabil regiert wird.